Hören gibt mir die Freiheit, meine Leidenschaft zu leben. Hallo, jetzt kann es ja endlich losgehen. Ich freue mich auf die neuen Hörgeräte und bin schon gespannt. Ich finde es klasse, dass ihr mich als Kamerateam die nächsten zwei Tage bei der Anpassung und beim Ausprobieren begleitet. Warum ich mich auf die neuen Geräte freue? Ich bin viel unterwegs, Vorträge, Schulungen bei Händlern und da merke ich immer wieder, dass ich an die Grenzen stoße aufgrund der Hintergrundgeräusche. Das Bergsteigen war schon immer meine große Leidenschaft, Sicherheit dabei ein Riesenthema und die Voraussetzung dafür ist, dass die Kommunikation mit dem Partner funktioniert. Und deshalb trage ich meine Hörgeräte auch gerne am Berg. Hallo Herr Kuhlmann. Hallo Frau Böhler. Hallo. Grüß Sie. Bitteschön. Danke. So, hier haben wir die neuen Phonak Audeo M-Geräte. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, was die können. Ja, sehr gerne. Probieren wir sie mal aus. Dann werde ich sie Ihnen einmal einsetzen. Passt schon mal ganz gut. Wie hört sich's denn an für Sie? Wie ist denn der erste Eindruck? Boah, richtig toll. Also ein ganz klarer, sauberer, reiner Klang. Also wunderbar. Vielleicht noch ein bisschen lauter machen. Ja, wir werden die Geräte jetzt gleich noch mal ein bisschen anders einstellen. Mhm. Übrigens können wir jederzeit über die Remote Support App noch mal ein bisschen was nachstellen in ein paar Tagen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann teste ich die jetzt erst einmal. Da bin ich eigentlich gespannt, wie das dann wird, wenn wir morgen mal zum Bergsteigen gehen. Ja. Also das mit dem Termin, das passt soweit. Das können wir so vereinbaren. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Also, Handsfree passt schon mal. Aber jetzt schauen wir, dass wir an den Berg kommen. Los geht's. Akkulösung finde ich klasse, klein, handlich, leicht zu transportieren. Man kann schnell unterwegs nochmal nachladen und ja, jetzt wird es Zeit, dass wir es packen. Auf geht's! Ja, hier haben wir jetzt so eine typische Situation, exponiert, windig. Da wird die Verständigung dann schon schwierig, aber vielleicht geht ja noch was. So, das war jetzt eine super Tour. Aber bevor es eine gescheite Brotzeit gibt, rufe ich jetzt, wie verabredet, die Frau Böhler an. Die kann sicherlich bezüglich der Windgeräusche noch mal was machen. Hallo Herr Kuhlmann, dann schauen wir es uns gleich mal gemeinsam an. So, ich habe Ihnen jetzt die Windgeräuschunterdrückung etwas stärker eingestellt. Bitte testen Sie es einmal und sagen mir Bescheid, wenn Sie unten am Auto sind, ob sich's gebessert hat. Super, mache ich, wenn ich wieder unten bin. Danke, tschüss. Ja, hat ja prima funktioniert mit dem Remote Support. Ja, mit dem Wetter haben wir richtig Dusel gehabt. Mit dem Wind war es besser. Das muss ich der Frau Böhler schreiben, da wird sie sich freuen. Mit euch hat es Spaß gemacht, die zwei Tage. Und für mich war es Liebe auf den ersten Klang.